Unsere Sprache tönt nicht überall gleich. Ihr wisst ja, dass Baselbiet in ein manches Kämmerli unterteilt ist. Und diesen Weg hat jede Gemeinde auch in der Sprache besondere Mödeli und Eigenheiten. Auch die Geschichte der verschiedenen Täler hat einen starken Einfluss. Und das letzte Moment zeigt sich auch am Dialekt, dass unser Baselbiet schon alleweil Grenzland war. So kommt es zum Beispiel, dass unsere Kirsi gerade ein paar Namen haben. Zammel oben heissen sie Kriesi. Das Liestel gönnt man Kirsi und im Berseck teuen sie Kirsen brechen. Und in Baselunden essen sie Kirsi. Von Bratteln abends zu sagt man alleweil zwei oder drei. Obendurch weist man zweimal drei Blatt, wenn man zwei Damen, zwei König und zwei Ass hat von der gleichen Farbe. Und mit drei Buben und drei Nell ist Ringtrumpf zu machen. Von den Brüchen hat er noch etwas hören wollen. Hallo, so denn. Über die Fasnacht kann ich kurz fassen. Etwas Besonderes dunkt es mich, wie es jetzt bei Bänken anfängt. Mit dem Schiebli werfen, wo die Buben feurige Rädchen in die Nacht rausjagen. Auch die Liestler heissen mit dem Feuer. Sie tragen Kienbäse durch Städtli derab. Wenn die so recht ledern und Funken spritzen, dann merkt man, dass die Sonne gleich wieder Kraft überkommt. Noch der Ostern sind landauf, landab Eier lesen. Gleich darüber abend sehen der da und dort Maienbäume auf den Brunnenstöcken. Und um die Ufer herum geht man in mancher Gemeinde ums Bahn. Es ist Bahntag. Das ist einer der bekanntesten Brüche bei uns. Am Santi-Klaus-Tag springen das liebste Kind mit Schellen und Glocken durch Städtli und am heiligen Abend ziehen die Zevenburschen mit fünfstöckigen Zylindern und möglichst grossen Glocken feierlich durchs Dorf. Gerade noch den Neunen. Und wegen dem heissen sie die Neunenklingeler. Gerade heute, wo unsere Gemeinden so wachsen und trüen, haben die alten Brüche eine neue Aufgabe bekommen. Sie sollen mithelfen, als auch die zugezogenen Neunenwurzeln ins Dorf leben. Als Baselbiet auch für sie das wird, was es für uns ist, die Heimat. Der Fritz Klaus hat uns jetzt in der Mundart von Gelterkinden, es liegt im oberen Ergolstal, erzählt, als Baselbiet und sein Spruch in verschiedene Kämmerli aufgeteilt sind. Ein paar davon wollen wir darum jetzt eine Visite machen. Wenn man von Gelterkinden aus talaufwärts weitergeht, kommt man über Decknau auf Weislingen rauf. Und dort ist im Jahr 1893 der Mundartdichter Traugott Meier auf die Welt gekommen. Seine Lebtag, das heisst bis zu seinem Tod im Jahr 1959, hat er die Sprache von seinem Heimatdorf gehütet und pflegt. Und noch heute ist er vielen Leuten unter dem Namen Spottenbrechts Mikkel in Erinnerung. Er lest uns jetzt zwei Müsterli aus seiner grossen Gedichtsammlung. Die zwei Holden. Ich gang durchs Tal, was muss ich sehen? Auf einer Seite Sonn wie Letz, und ane dran ist Holde je ein Schattenplatz. Ich wett, ich könnt go Sonne nehmen, so z'Küble weiss vom Sonnerei, und könnt se selbe Gräsli geh, wo Schatten hei. Der Tag geht fort, ein Windli tut durch die Matte deichen, ein Mann stößt Töpfel heim, hat still, er muss verkiechen, macht nur so denn. Der Karre giert dem Dörfli zu und leislich schlarpet die Nacht durchs Tal durch Ruhe. Weit dane weiz es weisses Räuchli auf, es Glöckli singt und wieder still, so still, als det kein Mönche schnuf. Und wo ni stun und sto, tut no dis no der Himmel wie nen Illegarten auf o Blühe. Mir is wie wenn ich die do endlich gefunden hätt, und's flieg mir aus der Seel mein erst g.
Gebet und tue im Herz jetzt ewig etwas glühen. Wenn man den Weislingen in südlicher Richtung verlässt und von der sonnigen Ebene wieder ins Tal der jungen Ergolds absteigt, sieht man gleich mal Oltigen vor sich. Dort, am Fuss der Schofmatt, hat von 1882 bis 1969 der Hans Giesi gewerkt und gelebt. Im Dorf hat man ihm nur Metzger Hans gesagt. Er war aber Bauer und hat neben seiner Arbeit viele Geschichten und Gedichte geschrieben. Er probt auch davon, lest er es gerade selber vor. Ich sah ein Säumli aus der Hand aufs umgebrochene Acherland. Die Säumli sind gar munzig klein und scheinen leblos wie ein Stein. Ich decke ein Säuberli so zu. Jetzt kann ich weiter nichts mehr tun. Gäb's nicht eine wunderbare Kraft, wo heimlich jetzt dran weiter schafft, so wird nicht so ein Wunder geschehen. Ein Wunder, jeder hat ja gesehen. Das Säumli, winzig, klein und tot, es lebt, bricht durch, übersteht. Nicht weit von den Sandgrüben weg, wo der Hans Giesi gewohnt hat, haust in der Röthi oben der Emil Wittnauer. Weil er sich seinerzeit vor allem als Spierenforscher einen Namen gemacht hat, sagt man im Zentrum Spierenmickel. Jahrzehntelang war er zoltiger Schulmeister und er ist als Naturschützler und Heimekundler weit oben bekannt. Er erzählt uns jetzt drei Anekdoten aus der Gegend. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Bauern also vor 60 Jahren in unseren Dörfern an der Schofmatt oben noch grosse Stiere haben, zum Anspannen. Ich weiss nicht mehr, ob es zusammen Zoltigen, Zweislingen oder Zeglingen die grössten gegeben hat. Aber eins ist sicher, als Kerli dabei gegeben hat, wo der Kopf haben müssen schräg haben, als sie mit den mächtigen Hörnern zur Stallstür reingekommen sind. Wohl also zwei zusammen haben ein mächtiges Fudern mögen zum Dreck rausreissen. Aber manchmal war es auch nicht Spass gewesen mit ihnen, weil jemand einen böse geworden ist. Zum März sind sie mit diesen feissen Stieren auf Sissig, Frick oder Aarau. So ist auch ein aus einem von diesen Dörfern mit dem Stier, es war ein schöner Kerl, auf Aarau zum März. Es war das vor meiner Zeit. Er ist gut gelaufen über den Berg hinein und nach 3 Stunden ist der Meister mit seinem Prachtkerl über Kettenbrück getrampelt im Städtli zu. Viel Fee und viele Leute hat es auf dem März und der Handel ist gelaufen wie noch nie. Da ist noch gemärtet worden. Es war eine Freude, zuzuhören, wie jeder Bauernmann die vielen Vorteile gerade von seinem Hauptfee erzählt hat. Manchmal war es fast viel und wirklich auf keine Kuhhaut mehr gegangen. Sei es wie es will. Unser Bauernmann, sagen wir, hat Jakob geheissen, hat sein Stier gleich eigentlich verkauft gehabt. Gut gelöst hat er auch gehabt und so hat es das Neune wohl verleiden. Aber bald einmal war er wieder auf dem Markt gewesen. Er musste ja wieder einen Stier heimbringen. Gleich einmal hat er einen schönen Kerl gesehen und gekauft. Fröhlich ist er mit diesem neuen Stück über den Berg zurückgewandert. Einen braven Kerl habe ich verwünscht, hat er vor sich hinbröselt, weil er ja wirklich gar keine Schwierigkeiten gehabt mit ihm auf dem Marsch, der doch recht lang war. Da war er froh, als er daheim war. Ohne weiteres ist der Stier mit ihm in den Stall hineingekommen und hat sie anbinden. Als der Jakob voll Freude seinen Buben gerufen hat, die sind gekommen und haben das neue Stück angeschaut. Und unter einem fährt sie ihn raus. Du Vater, das ist ja unser Stier. Tatsächlich, es war ja so gewesen, aber eben einen schöneren und breveren hat er gar nicht gefunden. Nur was er draufgezahlt hat, hat man nie vernommen. Es ist schon ziemlich lang her, fast paar genau 50 Jahre, da sind wir in einem Oberbaselbieter Bauerdorf gerade miteinander eine Lehrerin und ein Lehrer angestellt worden. Die zwei jungen Kräfte sind mit grossem Eifer an ihre Arbeit gegangen und haben natürlich auch zünftig geturnt auf dem Schulplatz, weil sie noch keine Turnhalle gehabt hat. Und als selten mal noch neu war, auch mit den Mädchen. Es hat Leute gegeben,
wo gerade das sogar für unmoralisch angeschaut und sie aufgeregt haben. Man hat noch keine extra Turnkleider gehabt und so ist auch die Lehrerin im gewöhnlichen Kleid mit den Mädchen umgerannt und umgegumpelt. Die Nachbarsfrau, sie war schon ein bisschen älter, hat am fröhlichen Spiel manchmal zugeschaut und für sie war das ganz ungewohnt, als die Lehrerin diesen Weg mitmacht. Und da meint sie eben zu ihren Leuten, ja, es vergisst eine Menge Kuh nicht, dass sie mal ein Kalb war. Und da kommt mir gerade noch etwas hin aus der Posamentenzeit. In unseren Dörfern oben hat man ja in jedem Haus innen Posamenten. Ich kann mich nicht gut daran erinnern, ich musste auch Spüle machen für die Posamentenstühle. Denn der Vater hat Posamenten und die Schwester hat Posamenten. Und zwar zwei Stühle klappert in der Stube. Aber eben da ist einmal passiert, in einem kleinen Stübli ist auch ein Webstuhl gestanden. Das Karliner ist dort gewohnt und der Christen. Und da haben sie auch wieder einen Einteiler bekommen. Das war der Brief von der reichen Herren zu Basel, wo drauf gestanden ist, wie die neuen Bändel aussehen sollen, was für eine Farbe das sie haben sollen und wie breit das sie sein müssen und wie viel Schutz das sie haben müssen. Und da standen die roten so breit und die blauen so breit und die gelben dito. Und wo der Christen heimkommt vom Feld, sagt Karline, du Christen, was heisst Tito? Warum? Er schaut hier im Einteiler, steht es doch. Die roten so breit und die gelben Tito. Ja, das weiss ich auch nicht. Ja, muss man fragen, im Einteiler steht, der war pressier. Also ist der Christen am anderen Morgen gleich einmal fort auf Basel aber fragen, was das Tito heisst. Er ist wacker davon geschwunden. Und so beim Weihnachten ist er wieder heimgekommen, gerade noch zur rechten Zeit für den Stall. Und wenn er reinkommt, sagt Karline, Gottlob, Christen, bist du wieder da. Weißt du jetzt, was Tito heisst? Ja, jetzt weiss ich's. Du bist eine Kuh und ich Tito. Nachbarn von den Oltigen Bauern sind in erster Linie Tammeler. Danach aber seit alten Zeiten auch die Fricktaler. Von dort einen am Berg und einen an der Grenze, sie sie früher noch helfen lernen. Und dadurch sind viele Bekanntschaften und Verwandtschaften zustande gekommen, die heute noch andauern. Wie man zu Wegenstätten am Fuß vom Diersteinberg schwätzt, hört man aus diesen Beispielen, wo der 72-jährige Bauerdichter Leo Schreiber liest. Es rötelt an jedem Baum, es ist gerade erbracht, als wäre es ein Traum. Am einen Baum ist er dunkelrot, darum dran auch schon eine Leiter steht. Wie hat man gelangt auf die Zeit? Ich glaube, es fällt keinem Appetit. Die ersten isst man für eine Lust und dann die anderen eben sonst. Und was die besonders Gabe trifft, der Schatz braucht jetzt kein Lippenstift. Kann ewig sparen mit dem Geld und tun, wie es schön wäre auf der Welt. Als Mühle, Herz sind dunkelrot, auch jedem Gesichtli gewiss gut geht. Und kommt's beim Abschied noch zum Kuss, ist sicher kleiner netter Genuss. Es ist schon eine Sache um Krisezeit, drum mangem auch am Herzen leid. Der Städter macht sich gleich auf die Reise, dorthin, wo er ein Vetter weiss. Wer's Frichtal kennt als Kriseland, ist jedem Bauer da gern verwandt. Alles lässt sie zu, von nach und weit, in unserer schönen Krisezeit. Schau auf, wenn die Kumpel drückt, schau auf, zur Sterne bracht. Für jeden brennt ein Lichtli dort, ein Licht in dunkler Nacht. Ein Licht, das einer trösten kann, ist nur so grosser Schmerz. Ein Licht, das einem den Weg noch zeigt, wo aufführt, himmelwärts. Ich weiss es schon, es wird manchmal Nacht und feister, es ist ein Gruß. Doch sag, steht nicht der helle Stern gerade über jedem Haus. Der Herrgott weiss um unsere Not, er weiss, was jeder macht. Darum schenkt er jedem auch ein Licht im Dunkel von der Nacht. Schau auf, wenn die Kumpel drückt, schau auf zum Sternenzelt, wo all für dich das Licht noch brennt, wenn keins mehr auf der Welt.
Und wenn wir jetzt bereits im Fricktal sind, wollen wir auch gerade noch hören, wie es tönt, wenn der Traugott Fricker von Keisten eine Sage erzählt. Es ist schon mehr als 100 Jahre her, als einmal ein paar Jungburschen von Oberfrick an einem Abend gegen den Weingarten gestiegen sind. Dort oben haben früher die Homburger Grafen ihre Reben gehabt, und in dem Feld sollen sie ihren Schatz vergraben haben. Es war noch ein älterer Mann bei ihnen, der Wagner Dölfi. Von dem hat man gewusst, dass er mich als Brot essen konnte. Und der soll ihnen helfen, die Geldkiste aus dem Boden auszulüpfen. Auf der Matte unter dem Hallen bleibt der Hexenmeister auf einen stehen und brummt: Da muss sie sein. Dann bricht er eine Haselrute ab und zieht damit drei Kreise. Dabei hat er ein paar Beschwörungen gemurmelt. Jetzt stellt er mit in den Kreis ein Fass, das unten keinen Boden mehr hat. Der Schatz steigt jetzt aus dem Boden unten hoch. Und wenn er im Fass innen ist, dann müssen der Reisbüse wetter den Boden draufschletzen und den Berg durchabdrohlen. Er soll sie aber keinen unterstehen, dabei zu lachen oder sonst einen Mucks zu machen. Dann hat er ein dickes Zauberbuch unter dem Kittel führen genommen und hat mit lauter Stimme gelesen und dazu mit den Händen gefuchtet. In der Zeit kommt auf einmal aus dem Wald raus ein Ritter zu galoppieren. Ein gespässiger Kerl. Ein kleines Mandli in einem Kleid, wo es lauter Fetzen zusammengebüht war, ist auf einer Sau oben gehockt. Der Rücken von dem Tier hat ausgesehen wie ein Kochkessel. Und in dem Innen hat das Mandli mit einem hölzigen Keller gerührt und dazu Gabriolen gemacht. Darunter rief er, ob Schlossleute schon vorbeikommen seien. Er hat die Hochzeit Papa parat. Über die komische Frage hat der Schatzgräber Tatsch rauslachen. Aber noch viel lauter und gruseliger hat jetzt das Mandli angefangen zu brüllen und zu schreien. Die Burschen sind von lauter Schrecken platsch zu Boden gefallen und wie tot gelegen. Wo sie wieder verwachen, war es Morgen und die Sonne hat geschienen. Ohne ein Wörtchen zu schwätzen, haben sie sich durch auf den Heimweg gemacht. Der Teufelsbeschwörer war aber niemand mehr herum. Und erst nach einer Woche hat man ihn gefunden, an der Homburg Halden oben. Er war ganz verstöbert und ist in seiner Lebtung nie mehr recht zum Verstand gekommen. Vom Fricktal aus machen wir jetzt wieder einen Gump ins Ergoldstal zurück. Wir gehen zusammen auf Sissach, wo uns der 80-jährige Max Frey im Heimatmuseum erklärt, für was man früher ein Wolfsnetz gebraucht hat. Es ist also benutzt worden, um Wolf zu fangen. Man hat irgendeine Waldpartie abgesperrt und hat Wölfe dagegen hineintrieben. Auf dem der Geländestreifen, wo zu dem Netz geführt hat, hat man beidseitig abgrenzt durch zwei Reihen von Lümpen, wo man an den Gebüsch und an den Bäumen aufgehängt hat, damit der Wolf zwei Ketten von Jäger dort davor täuscht gesehen hat. Aber ein schlauer Rüde, der ist natürlich dort die Ketten durchgebrochen. Der hat sich nicht täuschen lassen. Und von dem kommt die Redensart her durch die Lümpen gehen. Zissach, in dem grossen Baselbieter Märtort, hat es all wieder Leute gegeben, die sich um die Sprache gekümmert haben. Auch Pauline Wirz, die von 1894 bis 1968 gelebt hat, gehört zu denen. Und von ihr hören wir jetzt eine Sage. Vom Fansperg oben runter springt ein Bächle im Hofgut vorbei. Schon manchmal hat selber Bauer in mondhellen Nacht ein Feuer, das aus dem fußhöhen Gras ein Bächle notzüngelt, gesehen aufleuchten und wieder verschwinden. Menge Wanderer, wo in der Mitternachtstunde von Ormelingen auf Bus übergelaufen ist, hat die Flamme gesehen lodern. Im Dorf hat er zu den Bauern gesagt: Säumet nicht mit der Arbeit auf dem Feld. Ich habe das Feuer im Bächli gesehen nachgehen. Es ist das Zeichen, als ein schreckliches Wetter kommt. Eine andere Mundartdichterin, die auch zu Sissach lebt, ist Helen Bossert. Sie stammt aus dem Nachbardorf Zunzgen, wo sie 1907 auf die Welt gekommen ist
Und sie steuern uns zwei von ihren Gedichten bei. Wünsche, sie tun sie versäumen, keimen, wachsen tausendfach. Einer zieht der anderen nach, alle haben Hand im Schach. Aus einem Alten gibt es 10 Junge, gibt einen reinen Rattenschwanz. Man kann nicht mehr alle zählen, alle drehen sie im Tanz. Was du machst, wo du bist, gibt Sonne und Schattenseite. Eine sonst die Dure durch, noch kannst du den Nebel reiten. Wieder ganz im Überschwang sind all die Menschen Engel, wenn du oben runterkommst, alles teure Bengel. Dein Wesen wie ein Wetterglas geht ständig auf und runter, einer steht im Obsigent und schon fressen es die Schaben. Hey, raus denn, bist nicht allein und das mag dich trösten. Sonne, Schatten, Dur und Moll haben alle ihre Böste. Sechs Kilometer unten an Sesselchli zu Basel bei der Hauptstädtle Liestl. Der Liestl Bürger sagt man Taschenplätzer, weil sie scheint ein bisschen gehebig seien. Sie selber haben aber auch einen Übernamen für die Einwohner. Sie sagen ihnen Tschamauchen. Die Fachleute sind der Meinung, dass der Spruch der Liestler in gewissen Teilen schon ein bisschen der Spruch der Stadt Basel gleichen. Das hat schon etwas. Aber die Liestler haben kein Hals-R wie die Basler. Dafür sagen sie aber ein grünes Hietli, Biecher, Hiener und Friener. Im oberen Baselbiet hingegen heisst es ein grünes Hütli, Biecher und Hühner. Aber wer jetzt gut gelost hat, hat übrigens schon die ganze Zeit gehört, wie eigentlich ein Liestler schwätzt. Denn auch ich bin dort daheim. Ein rechter Liestler Bürger, auch blaublütigen aber, ist der 96-jährige Emil Gysi. Und von ihm hören wir jetzt, wie man alt werden kann. Er hat nämlich seine Zeit, wo er sich stellen musste, den Bescheid bekommen, er sei herzkrank und werde nicht alt. Mit seinem Vater ist er darauf abends zum zägligen Peter gegangen. Der war selbe Zeit als Natur- und Feedoktor weit herum bekannt. Eigentlich hat er Peter Rickenbacher geheissen, aber weil er das Zägligen im Eidal daheim war, haben ihm die Leute halt zägligen Peter gesagt. Seine Behandlungen und seine Mittel waren etwa einmal ein bisschen kurli. Als sie aber in vielen Fällen doch geholfen haben, gehört man aus dem Bericht von unserem Gewährsmann, der doch schliesslich fast Hunderte geworden ist. Der Zegliger hat ihm nämlich geraten. Ich soll zu oben Kaltwasser ab der Röhre nehmen, in einem Geschirr, ins Zimmer. Und bis am Morgen sei das einigermaßen temperiert und nachts wird weniger. Wenn ich mich wasche, dann soll ich eine Lumpe rein tun und den recht ziehen. Ich könnte auch schon am Abend, wenn ich ins Bett gehe oder im Laufe der Nacht rein tun. Und am Morgen, wenn ich aufstehe, das Hemd runterlasse und die Lumpe leicht ausdrücken, so dass er recht nass ist, aber nicht mehr tropft. Dann anfangen zu reiben am Herz. Massieren, bis der Lumpen fast trocken ist und es anfängt zu dämpfen. Dann noch eine wollige Lumpen nehmen, nachreiben, Haare gut abtrocknen und anlegen, dass sie nicht verkehrt ist. Das habe ich dann noch ein paar Mal gemacht. Und dann hat es mir gedacht, das ist dummes Zeug. Das nützt ja doch nicht viel. Dann habe ich aber schon am zweiten Morgen, als ich ausgesetzt hatte, habe ich gemerkt, dass etwas nicht ganz stimme. Das Herz hat wieder mehr arbeiten müssen. Es hat mehr geklopft. Und mit dem habe ich wieder angefangen. Und habe zugefahren und habe das vielleicht etwa 25, 30, vielleicht 35 Jahre, sagen Tag für Tag gemacht.